Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute mal nicht season-spezifisch, sondern es wird ein kleines Feature getestet, was womöglich bald implementiert wird, ohne dass wir es überhaupt wirklich spürbar merken. Es sei denn, du bist jemand wie ich, der ständig zum Start, wenn er Apex anschmeißt, den Server wechselt. Du wirst es nicht merken, wenn du im europäischen Raum oder in Deutschland bleibst, dann ist das kein Problem oder hier so rund um Deutschland. Aber Respawn testet gerade Regionen oder weltweit will Respawn stoppen, dass du die Regionen überspringen kannst. Das heißt, wenn du in Europa zockst, kannst du nicht einfach rüber nach Amerika springen. In die Richtung ist Amerika oder nach Asien oder sonst irgendwo hin. Warum das genau getestet wird oder implementiert wird, ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher. Wenn ihr Bock habt und da eine gewisse Logik dahinter findet, könnt ihr das gerne mal hier reinschreiben. Ich weiß nur, dass viele, inklusive mir, die Server wechseln, wenn man auf Packet Loss hat, einen scheiß Ping, obwohl du hier in Deutschland bist. Das Erste, was viele machen, das Erste, was ich in meinem Livestream mache und das ist auch das Erste, was ich oft oder wenn ich eine bescheidene Verbindung habe, sagen wir es mal so, dann werde ich auf Twitch oft gefragt, Mensch, auf welchem Server spielst du? Und viele sagen auch immer, das Erste, was ich mache, ich gehe von Frankfurt 2 oder Frankfurt 1 weg. Ich nehme normalerweise Amsterdam, Belgien, irgend sowas. Wer sich übrigens wundert, was GCE heißt. Das ist ein Google-Server. Nur mal by the way. Ich nehme auch manchmal just for fun einfach New York oder West Virginia. Warum? Ihr wundert euch vielleicht, der Ping ist zwar deutlich höher, du hast aber fast kein Packet-Loss. Packet-Loss ist meistens so, dass das Bild extrem ruckelt und die Gegner vor dir gefühlt porten. Und wenn du nach Amerika rüber switcht, hast du zwar einen bescheidenen Ping, aber kein Packet Loss und das Bild fühlt sich für dich flüssig an. Ich habe sogar schon mal vormittags auf Hongkong gespielt und das lief ultra geil. Teilweise hast du dort sogar Vorteile und die Gegner und das ist genau das, wo ich ein Problem sehe und wahrscheinlich ist das genau das, warum Respawn das testet. Es gibt Leute, die können das so für sich ausnutzen, die wissen, auf welchen Server die gehen müssen, damit sie selber für den Gegner später gesehen werden und sie aber selber den Gegner schon viel schneller runterschießen können. Und das ist eine ganz, ganz eklige Sache. Was auf jeden Fall nicht mehr gehen wird, dass du jetzt von Europa nach Amerika, wie gesagt, switchen kannst oder in den asiatischen Raum. Und im asiatischen Raum ist es auch ganz gut, denn im asiatischen Raum, also es könnte vielleicht auch gut für uns sein, es könnte ja sein, dass viele asiatische Leute vielleicht aus ihrer Region nach Europa oder Amerika wechseln. Warum ist das für uns gut, dass das nicht mehr funktioniert? Es ist tatsächlich, könnt ihr mal googeln, ich habe es zwar noch nicht getestet, aber ich weiß, dass im asiatischen Raum, ich weiß jetzt nicht, ob es speziell Japan ist oder noch andere asiatische Länder, da ist Cheaten tatsächlich gang und gäbe und wird da auch so angesehen und akzeptiert. Aus welchen Gründen auch immer, möchte ich jetzt mal außen vor lassen. Aber die meisten Cheater kommen tatsächlich aus dieser Region. Und das könnte vielleicht für uns zum Vorteil sein, wenn die Cheater sich untereinander, alle keinen Bock haben, untereinander zu fighten, weil sie Cheater gegen Cheater hat keiner Bock drauf, hast du ja keinen Vorteil von, dann wechselst du lieber die Region, da weißt du, da wird nicht so oft gecheatet, also zerstörst du dann natürlich die Lobbys. Und das ist, denke ich, zumindest für meine logischen Begriffe, der Sinn dahinter. Es soll irgendwann nicht mehr funktionieren. Wann das Feature kommt, ich habe keine Ahnung. Ich würde mir von euch mal wünschen, seht ihr eher positive Aspekte oder eher negative Aspekte für euch, wenn dieses Feature kommt? Und wenn ja, egal ob positiv oder negativ, schreibt es mal in die Kommentare mit Begründung. Würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Ich finde es auf jeden Fall eine Sache, die vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass das alles mal so ein bisschen getrennt voneinander läuft und vielleicht gewisse Server gar nicht so überlastet werden. Weil ich weiß zum Beispiel, dass Frankfurt ein sehr, warum auch immer, wahrscheinlich eher international, ein sehr beliebter Server ist. Und so ist vielleicht das Problem, dass länderspezifisch der eigene Server im eigenen Land nicht mehr so überfüllt ist und dadurch vielleicht weniger Probleme hast. Das ist zumindest das, was ich dahinter so ein bisschen sehe. Ist wahrscheinlich aber auch stark regionsabhängig. So, jetzt habe ich es lange genug gezogen. Das war's von mir. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein. Ciao.